Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 22 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben das letzte Spiel gegen den FC Augsburg 1 zu gegen Arminia Bielefeld 1:1 gespielt und müssen jetzt gegen den FC Augsburg spielen. Alles klar. Dazu nehmen wir im Textmodus spielen wir das Spiel. Wir nehmen dazu unsere Rotation 1. Hinter. Wir haben drei neue Nachrichten. Gucken wir uns die drei Nachrichten an. In der Interviewreihe. Wollen wir das machen? Ja, können wir ein bisschen Kohlen. 15.000 Euro. Fortuna Köln wurde 2:0 geschlagen von unserer Reserve. Das ist sehr gut, Junge. So. Ab in die Trainingswoche mit dir, Junge. Ab in die Trainingswoche. So, Jugendspieler entdeckt. Oh, sicher, sicher. Jugendspieler kommt zu mir. Du kriegst keine neuen Trainingssachen. Hat nur 3 Sterne, der soll sich so entwickeln, wie der Trainer ihn entwickelt, also wie der Jugendtrainer ihn entwickelt. Und weiter, Jugendspieler entdeckt, 5 Tagen fertig, Ausbau habe ich aus dem Jugendinternat, das ist gut. Fitnessparcours, Langmast, Hotel, ja, ne, Hotel, ja, wollen wir. Nein, da muss ich ein bisschen Kohlen sparen. Machen wir jetzt normal aus, wow. Genau so. So, was sagen die Scouts? Ballore, Italiener, B-Jugend. Gut, dann besorgen wir uns jetzt 2 Jugendscouts. Söcke. Scout. Nehmen Sie was? Gibt es 26 Vertrag? Paris erzählt auf Wiedersehen, fair. Und den Oswald. Ja. 190.000. Ja, damit. Meiner. So muss es sein und nicht anders. Wir gehen eine Runde golfen. Und dann geht es weiter in der Trainingswoche. Adamczyk hat sein Trainingsziel erreicht. Aha. Jan Aurel Bissek kommt zurück. Luca Kilian machen wir kein Angebot. Ist zu teuer. Obwohl er ist 22. Dann doch. Mach 15 Millionen. Da gibt es kein Angebot. Leider. Aber wir kriegen genug Abwehrspieler. Bright Airbnb. Der geht auch nach Hause. Modest, der kommt zu mir zurück. Der wird aber dann vertickert. Schneider kommt auch zu mir zurück. Schmidt, Oliver Schmidt. Ah, den brauchen wir für die Reserve. Thomas Kraus, der wird vertickert. Schwirten wird vertickert. Mittelstädt. Müssen wir überlegen, ob wir den in der Reserve behalten. So, was sagt die Prognose?
Prognose sagt 17. Wir spielen jetzt 1-1 gegen Augsburg, sagt der Computer. Gegen Wolfsburg spielen wir auch 1-1. Und gegen Stuttgart. Wo sind wir denn jetzt hier? Gegen Stuttgart verlieren wir 2-1 auch da. Also, mal gucken. Da bin ich zwar nicht so von überzeugt, aber man weiß ja nie so genau. Wir haben leider einen verletzten Elias Skiri, kommt der Hauptmann rein. So, Jugendspieler entdeckt, 16-jährige Daniele Valore. Oder Valore. Daniele Valore. Ja, sag ich mal, den kann man nehmen. Der trainiert erstmal Robustheit. Dann Antritt und Schnelligkeit. Schnelligkeit erstmal. Und Antritt. So, der Rest von seinen starken Sachen. Muss mal gucken. Ja, 65 kurzer Pass, auf jeden Fall, und 66 Grätsche. Das soll er trainieren. Junge, wie alt ist der? 16. Okay. Weiter geht's. Adamczyk hat sein Trainingsziel erreicht. Ist er schnell genug? Dann soll er seine Schwächen trainieren. Ja, nimmt er noch das rein. Abschlag. Und Reflexe. Genau so, nicht anders. Also wir würden die Lizenz ohne Auflage erhalten. Das ist doch schon mal was. Golf auf Handicap 18. Dann werden wir auch mal besser. Kein 3D-Spiel, wir machen Textmodus-Spiel, Paris Athen auf Wiedersehen. So, und los geht's. Dann gucken wir mal, wie wir spielen gegen den FC Augsburg. Augsburg hat eine kleine Chance. Aber Schwerbart gehalten. Ja, defensiv ausgerichtet. Jetzt ist dann wieder eine Chance. Aber nichts passiert. Bright Arian B kriegt die gelbe Karte. Schön für ihn. Gute Aktion. Aber Schwerbart gehalten. Ecke für Köln. Aber ist nicht gefährlich genug gewesen. Riesenchance für Augsburg. Und 1-0 für Augsburg. War ja klar. War ja wieder vollkommen klar. Na gut, dann wollen wir jetzt mal volle Pulle kommen. Gehen volle Kanne nach vorne und 1-1, sehr gut. Marco John, linker Mittelfeldspieler. Glanzparade von Schwäbe. Riesenchance für Augsburg. Nochmal eine Riesenchance für Augsburg. Aber zum Glück nichts passiert.
Der Niederlechner ist zum Glück verletzt. André Hahn kommt rein. Jetzt ist erstmal Halbzeit, alter Schwede. 1:1 zur Halbzeit. Haben wir eine gelbe Karte, haben wir. Bikri kommt raus für Luca Kilian. Acan müssen wir ein bisschen motivieren, kritisieren. Ljubicic motivieren. Morabet oder Morabe auch motivieren. Aber erstmal gucken wir mal, wer hier massiert werden muss. Das ist einmal der Sebastian Andersson. Den kritisieren wir. Den motivieren wir. Den motivieren wir. Und den motivieren wir. Und let's go. Ab, weiter geht's. Hohe Konzentration bitte. Und weiter geht's. Ecke für Augsburg. Aber Schwebert kein Problem. Augsburg im Angriff. Zieht überrastet. Jetzt werden die Zwerge mal angenommen, Jungs. Jonas Hector kommt für Sali Özcan rein. Leider daneben. Spielerwechsel: Marvin Obus für Marco Joron. Ecke für uns. Aber nichts passiert. Außer Spießen nichts gewesen. So, jetzt haben wir die letzten 10 Minuten. Wir sind nur volle Kanne nach vorne gespielt. Für uns und 2:1 zu uns, sehr gut. Sebastian Andersson, so mag ich das, so muss das sein und nicht anders. Noch eine Chance für Augsburg, aber nichts passiert zum Glück. Jetzt haben wir noch mal eine Chance. Aber auch nichts passiert. Augsburg hat nochmal ausgewechselt, 1 Minute Nachspielzeit. Und wir haben 2:1 gewonnen. Sehr gut. Das gefällt mir doch. Da sagen wir doch nichts zu. Yes, very well, Blash. Jetzt sind wir wieder Sechster. Und 5 Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr mit der Champions League. Aber war sowieso klar. Im Moment sind wir in der Euroleague. Das reicht mir erstmal. Und dann machen wir morgen weiter. Das war's dann mal für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Und das Ganze im Videotextmodus. Bis morgen, lernen. Ciao, ciao.